Okay, Türchen Nummer 4. Bitte trapp, zapp. Wir hatten in der Nummer 4. Die 4 ist relativ schwer, ne? Also, wo ist denn. Jetzt habe ich die Kappe weggetan von der. Ich muss gleich wieder so schön hinstellen hier, ne? Das wäre alles. Ja, mein Weihnachtsstern blüht auch. Oder der geht ein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin zu doof für sowas. Die 4. Wir haben die 4. Die 4. Und da haben wir drin. Es ist schwer. Es ist schwer. Ist sehr schwer. Ich weiß es noch nicht. Boah, ich bin so müde. Wir haben 1 Uhr nachts. Ich nehme jetzt voll viele Videos auf. Ich bin echt platt. Was ist denn das? Boss Monster. Baue deinen Dungeon. Boss Monster. Baue deinen Dungeon. Boss Monster bietet dir die Chance, der ultimative Bösewicht zu werden. Der Boss deines eigenen Dungeons im Stil eines Side-Scroller-Videospiels, falls du jemals Stunden damit verbracht hast, durch die pixeligen Gefahren eines 8-Bit-Dungeons zu navigieren, dann ist Boss Monster genau das Richtige für dich. 2 bis 4 Spieler. Okay, es ist ein Kartenspiel. Ja gut, auf die Idee wäre ich jetzt nicht. Intelligenz lässt grüßen. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Ich habe keine Ahnung. Ich mach's mal auf. Ich krieg's nicht auf. Boah, ich hasse es, ne? Ich bin echt. Ja, ich bin auch schlecht vorbereitet. Aber wer rechnet auch damit, dass so irgendwelche eingeschweißte Zeug da rumhängt? Pass auf, wir haben aber Trick 17. Ich habe ja meine Mass Effect Flasche. Da ist eine Metallhake. Damit kann man bestimmt da reingreifen. Aua, wenn ich mir nicht weh tue. Man kann so vieles. Ich hätte auch einfach aufstehen können und eine Schere holen können. Aber wäre ja zu einfach gewesen, ne? Machen wir mal auf. Gucken wir, was drin ist. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Spielanleitung. Ein schön böses Kartenspiel für Spieler ab 10 Jahren. Okay. Ja, ist auf jeden Fall. Ja, sieht man. Ihr habt mal so ein paar Karten. Level up. Ein Gegner deiner Wahl zeigt dir seine Handkarten. Wähle eine Karte auf. Aus. Auf. Aha, ein Fallenraum. Ach, das ist wie so ein bisschen so ein Kleriker. Nick der Zerklopper. Nick der Zerklopper. Der junge Kleriker war gut bewaffnet und tapfer genug, um den Drachenkönig höchstpersönlich entgegenzutreten. Sein Glaubensbekenntnis: Ich zerklopp ihn mit meinem Streitkolben. Okay. Yes. Okay, nicht schlecht. Ja, es hat was für sich auf jeden Fall. Definitiv. Kommt auch an die tolle Wand hier, wo wir den Adventskalender, den muss ich mich auch noch aufmachen, die Monstergeschichte. Aber ist nicht weiter schlimm. Ich öffne jetzt gleich direkt das nächste Türchen, weil ist ja schon spät, ne? Und dann geht's weiter. Sechster Advent? Sechster Advent. 6. Dezember. Ah!